Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Es ist Zeit für Berserk auf dem Atari 5200. Wir gucken mal, wie sich das spielt. Okay, das spielt sich schon mal okay. Okay, die Todesanimation der Robots. Ist das Evil Otto? Na komm, kann ich dich auch noch ärgern? Waaah! Also Evil Otto ist schon mal gut animiert. Die Robots sind ein bisschen... Naja. Da könnte man noch mal überlegen. Vielleicht haben sie es aber am Anfang absichtlich so gemacht. So, abgeräumt. Könnte ich eigentlich Evil Otto ärgern? Komm mal her. Komm mal her, du Suppentrulli. Warum geht der mir denn aus der Schusslinie? Weißt du, was ich vorhab? Ich will dich abschießen. Also die Soundqualität von dem, weiß nicht, Destroy My Robots oder so, verstehst du hier überhaupt nicht? Kann aber sein, dass du dafür irgendwie ein, was weiß ich, wieder eine Spracherweiterung brauchst. Zack. Uah. Na komm. Ja, Evil Otto. Alter, geh mal, wo du wohnst. Also die Sounds sind super. Ja, das ist eingesprochen, Til Schweiger. Ah, zack. Uah. Ach, komm, weg mit dir. Komm. So, Otto. Wo bist du? Mach bereit, dich zu sterben. Ich muss es ja unbedingt ausprobieren, ne? Okay, machen wir nochmal. Dann lasse ich mal von Otto mal hier mal ab. Na komm. Also auf jeden Fall spielt es sich gut. Es ist grafisch natürlich ein bisschen feiner als die 2.6er-Version. Klar. Sound-Version ist natürlich jetzt genauso grenzwertig wie auf dem 2.6er. Nämlich auch nicht nachvollziehbar. Double Kill. Also Sprachversion ist natürlich Käse, aber sonst geht das ganz gut. Ah. Roboter sind ein bisschen... Oh. Da beschwere ich mich wie über die Roboter und wird erstmal direkt erschossen. Hallo, ich bin noch Pazifist. Die Waffe ist nur Zierde. Und wie soll ich dich erledigen, du Pappkopf? Du bist doch wahrscheinlich jetzt nicht so doof, dass du gegen die Wand rennst, ne? Evil Otto kann den töten. Evil Otto kann die Roboter töten? War das schon immer? Crazy Shit, was man hier so alles rausfindet. Aber ist auf jeden Fall eine richtig gute Version. Also, macht alles richtig. Ich bin sowieso mal gespannt, wie viele Leute auf die 5200er Videos reagieren, weil das ist ja nun etwas, was eben nicht so häufig vorkommt.
auf jeden Fall in der deutschen großartigen Retro-Community-Szene, die eigentlich immer aus den gleichen Leuten besteht, aber naja. Das war Berserk für den Atari 5200. Richtig gute Version. Macht Spaß. Ist geil. Kann man machen. Nur wahrscheinlich irgendwie gibt es ein Zusatz-Soundmodul, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf dem 5.2er genauso Panne ist. Gut. Aber wer weiß das schon. Aber egal. Kommen wir zum nächsten Titel.